Bank bedeutet für mich, dass mein Geld und meine Arbeit hier sicher ist. Du hast Bock, dann bewirb dich jetzt bei der Volksbank Mittelhessen. Hallo und herzlich willkommen bei der heutigen Pressekonferenz nach dem Spiel der HSG Wetzlar gegen den THW Kiel mit dem Endstand von 25:31. Vielen Dank für die großartige Unterstützung heute vor Ort. Ihr wart wirklich sehr, sehr stark hinter dem Tor. Ganz herzlich begrüße ich hier auf dem Podium zu meiner Rechten einmal Philipp Hiecher, den Cheftrainer des THW Kiels, und zu meiner Linken Jasmin Kamčić sowie Till Klimke von der HSG Wetzlar. Jetzt gehört ganz klassisch Philipp Hiecher das erste Wort. Herzlichen Glückwunsch zu 2 Punkten. Ja, vielen Dank. Schönen guten zweiten Advent hier in Wetzlar. Von meiner Seite, ich bin sehr glücklich, dass wir hier nach langer Zeit 2 Punkte erobern dürften. Ich habe spezielle Glückwünsche auch an meine Spieler gerichtet, die sich sicherlich in einer Verfassung befinden, dass wir haben viele Sorgen. Heute Morgen hatten dazu noch der Domagoj Duvnjak, der stark erkältet ist. Ich bin wie gesagt sehr froh. Eigentlich fällt mir jetzt wenig ein. Ich bin zufrieden, wie wir das Spiel mit Ruhe angegangen sind, Disziplin. Wir wussten, dass Wetzlar sicherlich mit viel befreiter spielen wird, und das hat sich bestätigt. Und als wir mit drei Toren zurücklagen in der Halbzeit, dann hatten die das Momentum an der Seite. Aber meine Jungs haben weitergearbeitet, weiter an sich geglaubt, dass diesen starken Zusammenhalt, und das hat uns auch mit Qualität sicherlich geholfen. Ich bin heute hat oder Sander Sagosen nach seiner langen Verletzung kam. Er war sehr unzufrieden nach dem Spiel in Barcelona, war sauer an sich, und das hat heute unter Beweis gestellt, dass es steckt viel von ihm. Er braucht noch ein bisschen, aber trotzdem, er hat uns heute unglaublich geholfen, genauso wie Nikola, der eigentlich gar nicht trainieren konnte. Ich bin wirklich sehr dankbar, glücklich, dass wir heute diese Aufgabe in Wetzlar hier gewinnen könnten, und wünsche den Wetzlarern alles, Jasmin, alles Gute für die weitere Saison, und schönen Sonntagnachmittag. Danke. Vielen Dank. Jaschko, wie war es denn heute für dich? Also erstmal guten Abend alle und Glückwunsch an Philipp und THW. Verdiente Sieg, ist klar, eingefahren. Für uns war auch eine sehr lange Woche. Wir hatten 10 Tage Pause nach dem letzten Spiel in Hannover, und daher kommt eine sehr lange Woche. Ich denke, wir haben für dieses Spiel uns heute gut vorbereitet. Hat das alles sich erste Halbzeit auch aus meiner Sicht gezeigt. Wir standen sehr, sehr gut mit 6-0 Deckung in der Abwehr. Denke ich mal, haben wir viele Probleme bereitet an THW. Waren wir sehr, sehr lange Zeit vorne, glaube ich, bis 22. Minuten. Haben eine sehr gute, schnelle zweite Welle gespielt. Haben wir auch sehr viel studiert, mit viel Ruhe. Weniger technische Fälle, das war für mich sehr, sehr wichtig. Aber die letzten 5-6 Minuten erste Halbzeit, aus meiner Sicht, mussten wir mal auch besser gestalten und vielleicht mit einem kleinen Führung oder Unentschieden in Halbzeit zu gehen. Ja. Zweite Halbzeit, in der Kabine war sehr, sehr gute Stimmung, sehr gute Einstellung. Wollen wir viel geben? Denke ich mal, haben wir auch so gestartet. Aber hat man gemerkt,
sehr schnell, dass wir an individuelle Grenze gestoßen sind gegen Kieler Spieler, 1-1 vor allem. Ja, und dann haben wir auch ein Abwehrsystem umgestellt, hat uns nicht sehr viel gebracht, aber zumindest haben wir da gestanden in einer Besetzung, was wir da auch Zukunft spielen wollen, in Not, bei solchen Ergebnissen. Von Einstellung meiner Mannschaft war Einstellung war sehr gut, meiner Meinung nach. Sehr gute taktische Disziplin. Haben wir strukturiert gespielt, viel Bewegung, hat den Ball sehr viel bewegt. Muss man erst einmal die Kieler Spieler bewegen. Und diese 6-0 Abwehr von Kiel, denke ich mal, haben wir ordentlich gemacht. Vor allem erste Halbzeit und auch zweite teilweise. Und haben wir uns selber bewegt, auch gut im Angriff, war viel flüssig, flüssiges Spiel. Und denke ich mal, haben wir gute Basis geschafft für Donnerstag auch mit diesem Spiel. 7 technische Fälle über 60 Minuten, auch bin ich zufrieden damit. Und unterstrich, damals verdiente Sieg von THW, die haben uns ein bisschen Grenze gezeigt, trotz guter Einstellung, trotz Tradition, sag mal so. Wir haben alles gegeben und leider hat am Ende nicht gereicht. Vielen Dank, Jaschko. Und jetzt schließen wir ab mit Till Klimke. Till, dein Statement bitte zum Spiel. Ja, erstmal herzlichen Glückwunsch an den THW. Ich weiß auch noch nicht so ganz, was ich jetzt zu dem Spiel sagen soll, weil man der Mannschaft wirklich nichts vorwerfen kann. Wir sind oft gescheitert an Landin im Tor, wo wir die Sachen echt gut rausgespielt haben. Und hinten in der Abwehr haben wir ein bisschen zu einzeln gespielt und nicht so in der Gruppe zusammen. Aber das ist kein Vorwurf, weil jeder sich da voll reingeworfen hat. Und Kiel war heute individuell stärker und das war der entscheidende Grund für die 6-Tore-Unterschied. Vielen Dank, Till. Jetzt kommen wir zu den Fragen der Journalisten. Ich sehe keine Fragen. Dann sehen wir uns hier an gleicher Stelle schon in 2 Wochen wieder. Dann sind auch um 14 Uhr wie auch heute die Rhein-Neckar Löwen zu Gast. Und es gibt nur noch Stehplatztickets online sowie auch bei uns in der Geschäftsstelle. Bis dahin, bleibt gesund.